Audio Jungle. Herzlich willkommen zur Community Star Wars Wohnzimmer. Und da ist wieder einer, analog, wir machen ja auch analog. Sie kommen vorbei, das ist hier eine Firma, das ist hier ein Shop, es geht um Star Wars. Und es geht natürlich nicht um Star Wars Verrückte, sondern um Star Wars Liebhaber. Er ist auch ein Liebhaber, muss sich aber schweren Herzens von dem Falken trennen. Da wir sehr viel, Marco, du weißt, über den Falken gesprochen haben. So sieht er aus, richtig metallisch. Er wurde mir gerade angeboten und filmtechnisch werde ich ihn jetzt übernehmen. Und sollte den einer haben wollen, bis 29 hast du schon gesammelt. Bis 29. Bis 29 ist gesammelt worden. Es ist alles einwandfrei in Ordnung. Das Falken-Farbset ist dabei. Mache ich jetzt vorsichtig auf, weil ich habe ja noch zu arbeiten. Hier, Farbset, alles dabei. Ihr wisst, dass ich ein sehr fairer Mensch bin. Also ich muss jetzt gucken, für wie viel Geld ich das gute Stück jetzt filmtechnisch abkaufe. Darf ich aus dem Studio? Ja, sicher. Brauchen wir noch? Ich muss mal eben unterbrechen. Meine. Ja, Entschuldigung. Halt. Ja, der reale Stress, meine lieben Freunde online, ist leider auch gegeben. Ihr wisst ja, dann ist Kamera aus. Die Kunden wissen Bescheid, wenn wir hier Dreharbeiten haben. So, es geht mir jetzt um den Falken. Es geht mir um unser Community-Mitglied, der analog hier erschienen ist. Und durch Analogie, also Schreiben, kamen wir ja da drauf, Falke. Weil der Marco, der auch, Marco Quarta, der für die Sendung auch zuständig sein wird, am Donnerstag wird er das sichten. Vielleicht kann es sein, dass Marco es unbedingt haben möchte. Bei Yayushi Nakanishi weiß ich jetzt nicht, ob der sowas sammelt. Aber der wird ja auch da sein vor laufender Kamera, wenn wir die Sendung machen. Nur ihr dürft jeden Tag erscheinen, analog. Ihr dürft Sachen anpreisen. Ihr dürft auch versuchen, eure Sachen zu verkaufen. Dafür ist das ja hier gedacht. Es ist ein Wohnzimmer, ein gemütliches Wohnzimmer. Ist zwar eine Firma, muss ich aus Sicherheitsgründen sagen, wir lügen nun mal nicht. Trotzdem hier in der Kulisse ist Wohnzimmer und da sind wir online. Und auf der anderen Seite ist die Firma, da sind wir nicht online. Da wird immer unterbrochen, so wie jetzt eben die junge Dame, wo ich leider jetzt durch diese hektischen Fehler gemacht habe. Wir hatten gerade ohne Kamera sehr viel Spaß, muss ich dabei sagen. So, wie gesagt, er hat also schon angefangen. Also er hat schon angefangen, also ist nicht so einfach. Also er hat schon angefangen und deswegen hat er mich so eben auch überzeugt, es haben zu wollen, weil ich auch ein Fan vom Falken bin. Ja, also hier innen drin schon mal, sieht schon mal stark auch. Auch der Lenkrad, sein Vater war drin, auch er war begeistert. Sein Vater ist auch so um die 55. 76. Wow, endlich mal ein, der über 70 plus. Ja, ich bin ja gerade bei 50, also 30, 40, 55 plus. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal ein Echo von Han Solo, den Film über 70 plus. Hammer. Und er war genauso begeistert. Und der, ne, so was gesagt, also. Und er hat auch alle neuen Filme zu Hause. Ja, nicht nur das. Also, wie hat er denn zum Beispiel E8 empfunden? Also, er sieht das ja anders wie Kinder. Ne? Ja, also, er ist fit, alles. Also, er ist begeistert. Also, er ist genauso. Also, wir sind Filmfreunde, wir sehen Film, wir nehmen den jetzt nicht auseinander, wir diskutieren auch nicht den zu Tode. Wir sind normale, echte Bürger, die Konsumenten sind, die in einen Film gehen, den Film anschauen und mit dem Film arbeiten, so als Konsument. Ne? Wir konsumieren ihn. So, er ist jetzt über 70. Ich bin über 50, du bist über 30? Nee, über 40. Okay, auch über 40. Jetzt endlich mal die Old Generation, weil ja Yayushi ist auch über 40. Marco ist auch über 40. Yayushi war mit 8 drin. Ja, Marco war mit 7 drin. Meine einer war mit 17 drin. Du warst drin damals? Auch so um den die 17, ne? 17 ja. Um den Dreh. War er drin. So, und wir sind die Old School Generation. Wir arbeiten jetzt auch mit online. Wir produzieren, also ich leider, mache das beruflich, möchte jetzt aber so eine Art kleinen Hobbystatus einführen hier in dieser Community, Star Wars Community Wohnzimmer. Wir sollen uns fair, Auge in Auge und nicht eBay-mäßig abzocken, ne, sondern fair. So, und er möchte gerne, wie gesagt, den Falken abgeben. Und für mich ist das gerade brandneu, deswegen muss ich sehr vorsichtig mit umgehen. Weil ich habe mich damit noch nicht befasst, merke aber jetzt sofort, worum es geht.
Das ist so eine Art Modultechnik, ne? Ja. Die man da einbaut. Genau. Also die, so eine Art Modultechnik, das erste Modul hat er fertig. Und in diesem Modul, morgen, ich komme sofort, in diesem Modul hat er das ja schon mal eingearbeitet. Und ja, muss ich mal eben wieder kurz unterbrechen, das ist das Lustige an Sondersendung. So, ja, und die richtigen Kunden muss ich ausmachen, wisst ihr ja. Online hat mit real nichts zu tun, auch wenn wir diese Wohnzimmersendung, Community-Wohnzimmersendung als online darstellen. Und das gibt es ja von 10 bis 17 Uhr, könnt ihr mich besuchen, so wie jetzt auch. Und Fragen stellen, hier ist die Frage, möchte einer den Falken von Pierre Augustini, ne? Ist die Firma, oder? Die Augustini, nicht, also die Augustini ist ein Unterschied, die Panini. Panini ist wieder was anderes. Sieht alles klasse aus, es überzeugt mich. Gutes Plastik, ne? Wie gesagt, er kann sich den dann, wenn ich ihn kaufe, immer hier anschauen. Der kommt ja dann nicht weg. So, mein Problem ist halt nur, ich habe ihm das auch gerade gesagt, er hat mir mal eben 1.498,50 € hier hingelegt. Da kriege ich natürlich Herzblau, was ist das? Herzrasen jetzt. Ich habe mich mit dem Teil noch nicht so angefreundet. Also hier, wie gesagt, ist er, der Falke. Und du hast, wie gesagt, 29 Hefte schon, wo ich mich dann einarbeiten müsste. Deswegen gebe ich mir die Bedenkzeit bis zum 4.6. Wenn ein anderer schneller ist und ihm 1.500 € sofort auf den Tisch legt, gehört er ihm. Ist klar. Aber ich werde es verhindern. Das ist doch wahr. Du hast mich gerade angefixt hier. Ich habe Wurstfinger. Ob ich das hinkriege, ich weiß nicht. Vielleicht hat er ja Lust. Also ich zahle ihm das und er baut mir das. Geht ja auch. Kommt er hier vorbei und vor laufender Kamera bauen, das schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum. Vielleicht hat er Interesse, dass er dann einmal in der Woche vorbeikommt, vor laufender Kamera den Falken baut hier und das auch noch bezahlt bekommt. Bin ja nicht so. Ne? So. Also so werden die Sachen immer geliefert. Ihr kriegt da so ein Heftchen, ne? Das Heft 26, Modern Space, und dann müsst ihr euch da einarbeiten. Ne? Und dann schön aufpassen, dass ihr hier die kleinen Teile nicht verliert. Da sind so kleine Teile bei. Ne? Also so eine Sache. Ich sehe schon das Leuchten beim Marco, weil der ist wirklich hinter dem Falken her. Sei mir nicht böse, ich war jetzt einsam, aber schneller. Ne? Während der Dreharbeiten merke ich schon, er ist schon stumm, er ist baff, weil ich so euphorisch bin. Ja, ist so. Ne? Ja, das ist so klar. Kleine Ersatzteile. Genau. Wenn irgendwas. Ah ja. Also es gibt auch Ersatzteile. Ich hatte heute bei der anderen Sendung, also meiner Kupfersendung, da komme ich auch gleich noch zu, weil ich hatte ja so eine Idee, so ein, ne, so ein Quartett, sitzen, darüber sprechen, haben ja andere, waren ja schneller wie ich, aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt, sind zwar Ersatzteile, ach, ich kümmere mich drum, das ist kein Thema. Da kann man ja im Notfall anrufen und dann kriegt man das. Ja, gucken nach, dass ich jetzt hier keinen Fehler mache. Ja, genau. Noch einmal verpackt, das ist jetzt 27. Alles noch drin, alles in Ordnung. Sollte sich jetzt einer interessieren, das haben wir, wie gesagt, 1.498,50 liegen jetzt hier. Ist kein Scherz, weil es kostet im Abo 49,95 auf 2 Jahre. Ich hätte jetzt hier durch 12 teilen können, dann wisst ihr ja Bescheid. Also das gute Stück kostet richtig Geld. Man darf das nicht vertun. Ne? Man sieht da immer so ein Obelus 49,95 mal 12. Ne? Wisst ihr Bescheid, aber... das sind ja schon 28. Ist ja, er ist ja schon über 2 Jahre. Ja, ja genau. Weil 12 Monate ist 1 Jahr. 24 Monate. So, deswegen komme ich ein bisschen durcheinander, das ist schon ein bisschen mehr. Hast du die irgendwie alles doppelt durch? Das ist alles normal. Also, das ist der Falken, Einführung in die Sammlung. So wird der, so ein Riesenvieh. Also ich habe schon Lust drauf. Wirklich. Ja. Ja. Und wenn Marco mir hilft, und ich habe mir ja gerade gefragt, wenn er Interesse hat, er hat leider nicht so viel Zeit, einmal jede Woche da mitzuhelfen, das gute Stück zu bauen. Ja, ist okay. Wunderbar. Ja, jetzt muss ich die Euphorie mal bremsen. Ich habe auch Glück, im Moment kein Kunde, weil das war schon voll hier. Aber war gut, ne? Wenn man schnell arbeiten muss, kann auch schnell Fehler passieren. Aber wie gesagt, Arabisch kann ich noch nicht und deswegen kommt das schon mal vor. Deutsch hätte ich besser dann. Ja. Ey, ist eine lustige Kundin, die habe ich schon jahrelang. Jetzt habe ich eine Frage. Können nur Leute, die Ahnung davon haben, sagen wir mal eine Beleuchtung da einbauen?
Weil der ist nicht beleuchtet. Wurde der ist beleuchtet, da ist das hier hin. Das ist ein Kuss. Da kommen nur Batterien rein. Nur ein Dummer kann fragen und ein Intelligenter gibt die Antwort. Von der Bauweise ist das eigentlich irre. Relativ das, einfach. Da leuchtet sogar. Nee, also das ist klar, ist besiegelt. So, bevor die Buchhaltung zuschlägt und mir einen in die tritt, muss ich auch da eben dran. Und die hat, glaube ich, gerade gefehlt. Glaube ich, habe ich auch nicht vergessen. Ich habe ja viel zu tun hier, die Figuren da. Ja, gut, aber, ja genau, hatte gepiept, bevor der mich schlägt. Schade, ja okay. Okay. Ich suche nämlich händeringend einen Kostümschneider, der hier den Raven für mich neuer macht, da den Raven da. Ja, weil so gefällt er mir nicht. Mhm. Ist nicht so schlimm, kriegen wir alles hin. So, ich bedanke mich erstmal total recht herzlich, dass einer aus der Community hier aus der Stadt Essen erschienen ist. Also aus Leverkusen war da, aus Darmstadt war einer da, aus Hamburg war einer da. Bottrop war einer da, ja, und mit Leverkusen und Bottrop mache ich die Filme, die Sendung und mal schauen, wie wir den machen. Jetzt freue ich mich erstmal hier live, das ist die Live-Schaltung, dass einer live wieder da ist und wie gesagt, wir über den Falken reden werden. Also wie gesagt, Marco, wenn du Interesse hast, sagst du mir bitte am Donnerstag Bescheid. Meiner einer wird jetzt hier dealen, ordentlich dienen, weil der Kollege, der junge Mann, der kommt jederzeit hier vorbei, ist kein Thema. Gelogen wird hier nun mal nicht, wir sind nun mal ehrlich und bleiben ehrlich, wir sind eine Firma, ich bin eine öffentliche Person seit langer Zeit und kann mir so einen Schwachsinn nicht erlauben. Deswegen habe ich das hier, ah ja, das ist das besagte Teil, was ich schon gesehen habe, was nachher so in die Miete reinkommt. Ah, auch herrlich. Also, analog betrachten sieht es schöner aus, wie jetzt online es zu schauen. Bin begeistert, ich kann das Video auch bei den begeisterten De Augustini reinsetzen, die sind ja auch fleißig da am Arbeiten und fleißig am Machen. So, ich muss dann da, wie gesagt, gucken. Ja, vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, der Antrieb, der ist beleuchtet, LEDs, auch zuschaltbar, dann die Rampe, automatisch hoch und runter fahren, also ist richtig gut. Ja, ja, klar. Viel Elektrik, einfach. Nein, macht ja auch Spaß. Ist einfach zu bauen. Na, ich muss jetzt nur einen Raum finden, wo der dann gebaut wird. Der wird ja nicht gerade klein. Ne? Und wie gesagt, du darfst ihn dir dann immer im Schaufenster anschauen. Und wenn du willst, kaufst du ihn auch dann wieder zurück. Ist kein Thema. Aber wie gesagt, es muss, also für die Sendung kaufe ich ein, ist klar. Weil für die Sendung macht es ja auch Spaß. Und ich als Filmemacher denke mir gerade auch direkt wieder was aus, was man damit machen kann. Und wenn ich dann so sehe hier, ne? Gut, welches Verhältnis ist das jetzt? Also, spielfigurenmäßig, gibt es die da auch bei oder muss man versuchen an diese Größe als Spielfigur ranzugehen? Ich habe nämlich die Spielfiguren schon mal gesehen, ich habe sie aber nie bekommen. Ja, da gibt es über Facebook auch eine Community, Build the Falcon, und da sind welche dabei, die tun die Figuren extra anfertigen. Ach so. Nur man muss die dann halt selbst bemalen. Das ist ja nicht so schlimm, wenn die anfertigen, kann man die ja dann bemalen, also mehr mal. Mir macht das Spaß. Also, okay, ich unterbreche ihn kurz. Ihnen sind eins gedacht, was kann ich für Sie tun? Ach, du bist es, hi. Sind unterbrochen worden telefonisch, weil es geht ja ums Kostüm Raven, was gemacht werden soll, richtig toll. Weil der Raven ist schon da, aber soll gemacht werden. Er hat ja auch gerade gesagt, dass richtig gute Kostüme richtig Geld kosten. Und wer unbedingt bei 501 unterkommen möchte, muss absolut 501 Standard haben. Und ein absoluter 501 Standard ist kostspielig. Da kann man nicht mit Darth Vader 100 Euro um die Ecke biegen. Nee, ist nicht. Man kann auch nicht mit dem Darth Vader Helm von Hasbro kommen. Nein, man muss mit dem Original kommen, den man eben 999 Euro kostet. Aber egal, ist derselbe Helm, aber Schwamm drüber. Ne? So, jetzt bleiben wir beim Falken. So, wir dealen, wir werden uns einigen. Ja, das wollte ich euch nur vorgestellt haben. Also ihr könnt analog vorbeikommen, ihr könnt mir Sachen bringen, ihr könnt vor laufender Kamera versuchen, diese Sachen an einen guten Fan weiterzugeben, für gutes Geld. Also ich gebe jetzt hier, wie gesagt, 1458 Euro und zerquetsche nicht mal eben so über den Ladentisch. Das geht nicht. Also müsst ihr mit ihm einigen. Er soll auch fair bedient werden und soll auch fair Geld bekommen. Fairness ist hier Gebot. Also keine Abzocke, wir sind hier nicht bei eBay. Ne? Abzocke ist nicht, wir verkaufen auch nicht online. Das gehört alles zur Sendung. Gehört alles zur Sendung, Star Wars Community Sendung. Wohnzimmer.
Jetzt gleich kommt wieder ein Kunde, der steht schon draußen und deswegen will ich jetzt schon mal unterbrechen und wir werden jetzt privat über das gute Stück hier verhandeln und wenn wir gut verhandelt haben, wird es in der nächsten Sendung zu sehen sein. Und wenn er Zeit und Lust und Laune hat, wird er ihn auch sehen können, wie er daran arbeitet. Ja, aber das nachher in der nächsten Sendung, die ab 1. Juni zu sehen sein wird. Jetzt unterbreche ich das Ganze, weil ich genau weiß, was der junge Mann, der da draußen noch am Telefonieren ist, braucht. Denn er hat das gestern nämlich alles liegen lassen. Das werde ich ihm gleich geben und somit beende ich es. Dann bedanke mich erstmal für den Besuch, bedanke mich erstmal für das Tolle, wirklich Tolle hier. Also, Herz schreit schon. Ach, Wahnsinn. Ist so. Ja, ist wahr. Morgen, Grüße. Aber noch mal. So, wir haben gedealt, es tut mir leid, der Falken geht jetzt über und er bekommt dafür den original echten, ich drücke gleich den Knopf, R2-D2. Wir machen das vor laufender Kamera, wie gesagt, wir dealen nicht im Geheimen, wir tauschen. Ich bekomme hier den De Augustini Falken und er bekommt den original Disney, ich drücke den R2-D2, muss ich gucken, wo ich den Knopf in der So. Er bekommt den Original R2-D2, der auch wirklich funktioniert. R2-D2, give me music. Geil, Bock, habt ihr gehört? Also wie gesagt, ein bisschen, ist nicht so einfach. Ja, ich könnte jetzt mal eben sagen, ob es macht. R2-D2, go right. Nee, hat also keine Lust. Also manchmal nicht so einfach. Man darf auch ruhig hier auf den Kopf hauen, so wie 3PO das immer gemacht hat. Ich suche ihm das Original raus, weil das geht nur sprachgesteuert. Ja, leider in Englisch. Er bringt auch hier durch diese Technik die Cola-Dose zu einem. Ja, ist also kein Thema. Muss man dann nur hier anbringen. Dann ist hier der andere Arm, damit er da die Cola-Dose aufs Problem nehmen kann. Da ist da irgendwie, das ist das Teil da oben. Ja. Da oben. So, wie gesagt, ist voll funktionstüchtig. R2-D2. Round Control. Ja, fängt schon an. Kann gleich sein, dass er dann ärgert. Weil hier oben spricht man rein, da ist das Mikrofon. R2-D2. Give me music. Uhu. Ja. Also er funktioniert. Ich weiß nicht, der sternt jetzt, kann seine Batterie noch nicht so toll. Man kann ihn auch hier im Stehmodus, dann ist das hier an. Ja. Dann macht er andere Sachen. R2-D2, make music. Moin! Schon sofort. Wie gesagt, machen wir wieder aus. Ne, so machen wir das. Finde immer diese Spontanbesuche witzig. Also wie gesagt, das ist auch ein Kunde, der wie gesagt vor die Kamera wollte und durfte. Weil viele, die hier vorbeikommen, mit denen ich spreche oder die mir was anbieten, wollen dann nicht vor die Kamera. Ist aber nicht so schlimm. Die Sendung lebt ja davon. Ich wünsche mir halt, dass ich nicht nur immer alleine vor die Kamera mache. Ich mache es halt beruflich und das ist für mich so eine Art Abfallproduktion. Also ne, während ich beruflich an der Kamera arbeite, im Backstage-Bereich, habe ich mir gedacht, gut, ich suche Laien, ihr seid Laien. Laiendarsteller, wenn ich Glück habe, Komparsen, die ich dann bezahlen muss. Oder halt echte Schauspieler aus Bochum, die ich dann auch bezahlen muss. Aber das wäre dann so eine Sendung wie das jetzt hier. Das möchte ich nicht. Ich möchte also nicht mit Profis arbeiten. Ich möchte auch nicht mit Leuten arbeiten, die in einem Equipment arbeiten, die halt eine Sache bekommen, wonach sie arbeiten und wie sie arbeiten. Halt Kunststudenten oder Filmstudenten. Das möchte ich nicht. Ich möchte echte, waschechte Laien haben aus dem Kundenbestand. Ihr wisst, wenn ein Kunde kommt, dann ist es aus. Heute war in dem Moment sehr viel los. Also er, der gerade hier war, hatte sich noch niemals vorgestellt. Muss ich gleich mal fragen, wie er überhaupt heißt. Das hatte sich so ergeben. Er brachte mir den kompletten Star Wars Build Millennium von De Augustini Falken. Er hat hier also schon wunderbar eingearbeitet, die Hefte.
wie gesagt, das war so ein Achtüberfall. Ich bin ja nochmal spontan, weil ich ein sehr ehrlicher Mensch bin und hatte mich ja mit Marco mehrmals darüber unterhalten, wegen den Diego Agostini und so weiter. Und wenn man das jetzt hier so hat für mich, alte Erinnerung, weil das war ja mein Beruf in den 70er, 80er Jahren, um mit Kunden, wie gesagt, darauf hinzuweisen, das hier, wie gesagt, anzubieten. Nur, ich bin zwar immer noch Händler, aber ich handle nicht mehr mit Star Wars. Ja, Star Wars ist jetzt seit Verkauf von Star Wars gestrichen. Wir dürfen, und ich darf auch nicht, diesbezüglich da irgendwas verkaufen. Wie gesagt, ich habe da nicht so einen Plan davon. Also 19 Hefte hat er hier schon verbaut. Sieht auch gut aus. Wie gesagt, ich muss da selber nochmal Hand anlegen. Ich würde mich jetzt tierisch freuen, wenn Marco auch Lust bekommt, mit mir diesen Falken vor laufender Kamera zusammenzubauen. Das wäre dann auch eine tolle Geschichte. Ich rufe jetzt alle auf, nicht nur die Canons und Legends, sondern ich rufe jetzt auch alle auf, die hier mit diesem De Agostini arbeiten. Ich werde auch dieses Video sicherlich bei De Agostini mit einstellen. Ich werde auch De Agostini gleich fragen, wie das aussieht mit Firmen. Ich kenne mich ja jetzt wirklich nicht aus, er hat mich ja auch gerade erst aufgeklärt, dass immer drei kosten 49,95 oder 98 Euro, je nachdem. Also ihr kriegt immer drei Bauteile für 49,95 und könnt dann das gute Stück bauen. So, De Agostini hatte mich ja wie gesagt angeschrieben und ich hätte ja kaufen können. Ich dachte immer ein, also ich nahm immer ein, ich dachte ja ein Heft, weil ist ja so, man kauft ein Heft. Nahm ich jetzt an, dass sie dafür 49,95 haben wollten. Und deswegen sage ich, ey, du kannst mir hier nicht 15.500 Euro hier auf den Tisch legen. Der R2D2 hatte zwar einen Wert von 1.300. Aber wie gesagt, wie er sagte, dass es ein Geschenk wird für seinen Sohn, habe ich sofort ja gesagt. Weil in dem Moment, wo ich weiß, na, Yoda, der elektronische Yoda, hallo, Grüße. Ich bin's. Also ich mag diese spontanen Besuche zwischen 10 und 17 Uhr für den Star Wars Bereich, wie gesagt. Es ist hier eine Firma, ich habe dann nicht immer so viel Zeit, aber wenn mir sowas Schönes gebracht wird wie der Falke, ich jetzt auch die Zwischenzeit. Also Chewbacca freut sich auch, ne? Chewbacca freut sich auch. Ach, Chewbacca freut sich, den Falken zu fliegen mit 190 Jahren. Muss ich nur gucken, wenn ich an die Figuren komme. Aber hat er mir auch schon gesagt. So, ich habe eben so ein bisschen. Also das gute Stück kommt dann hinten rein und leuchtet dann. Darf ich euch den Falken vorstellen, auch von innen, ne? Hier der Falke. So, dieses Modul ist ein schweres Modul. Kommt dann hier hinten rein. So. Ich sag schon mal, ich habe Wurstfinger, ich lasse arbeiten. Ich werde wohl jemanden engagieren, der mir das gute Stück zusammenbauen wird. Weil ich das wohl nicht hinkriegen werde. Muss ich gucken, ob Marco Interesse hat an diesem guten Stück hier und ob er Interesse hat, mit mir den vor laufender Kamera zusammenzubauen. Ansonsten muss ich den, wie gesagt, aushorsen. Bin jetzt bis Heft 30. Wie viele Hefte da noch fehlen, könnt ihr mir jetzt beantworten. Unten drunter schreiben oder bei Facebook. Er hat mir auch gesagt, wo ich die Figuren herbekomme, weil die einen anderen Baustil haben. Muss ich mir gleich erst noch notieren, weil er holt gleich den R2-D2 ab vor laufender Kamera und dann gehört mir der Falke. Ja, nicht schlecht. Also ich hatte schon mehrere Falken hier, diesen leider noch nicht. Deswegen kenne ich mich da auch nicht aus. Die anderen Falken von Rebel, ne? Ja. Mit Falken hier. Ach, in dem Moment bin ich wieder Kind. Ja, bin wieder Kind. Wie gesagt, das ist ein tolles Modul. Das Modul ist fertig. Ich werde jetzt einige Tutorials bei YouTube mir anschauen. Ich werde mich jetzt auch mit den Leuten da unterhalten, die den Falken haben, die mir da sicherlich weiterhelfen können im Notfall.
muss ich Geld in die Hand nehmen und bei eBay irgendwas bestellen oder so. Also Marco, darf ich dir vorstellen? R2D2. Nein, Falke. R2D2 geht. Ich weiß, den hast du ja auch gesehen. Den habe ich euch auch vor laufender Kamera. Ich schau mal, ob ich mich am 1.6. von R2D2 verabschiede und den Falken sozusagen am 1.6. nehme. Dann ist er nochmal in der Sendung. Ich meine, der war jetzt auch hier in der Sendung zu sehen. Er gehört ihm schon, er holt ihn nur ab. Ist ein Geburtstagsgeschenk für seinen Sohn. Er hat mir den Falken also auch schon da gelassen. Und ich hole nochmal eben das Blattwerk. Komm gleich wieder. Noch einmal, weil es ehrlich ist, ich liebe Spontanbesuche zwischen 10 und 17 Uhr im Bereich Star Wars. Im hauptberuflichen Teil hier Medien und da Kopie hat das nichts mit diesem hier zu tun. Wir haben ja diesen sogenannten Star Wars Stammtisch seit 2012. Und ich habe ja, wie gesagt, lange genug dafür gearbeitet. Wie gesagt, es geht da alles voll elektronisch. Die Tür geht auf, geht runter, der Einlass. Ich habe jetzt schon richtig Spaß. Ich muss gleich die Buchhaltung anrufen. Ich muss da ein paar hundert Euro schaffen. Und dem, also, wie gesagt, er hat mir auch erklärt, dass hinten zusteuerbar das Licht angeht, also als ob der fliegen würde. Man kann da ein paar andere LEDs einarbeiten. Auch vorne gehen die Lichter an. Ja, vorne. Bis vorne. Ja, vorne. Ja, wie gesagt, der Tisch alleine hier schon, den kann man auch umarbeiten, irgendwie kriegt man da die Holographie hin. Ja, das andere habe ich euch ja gerade vorgestellt, hier das Cockpit, was da am Leuchten war. So. Ist halt live dabei. Es gibt sogar Modellständer für Abonnenten. Ob er schon dabei ist, weiß ich nicht. Kommt unter das Modell. Muss ich gucken. Ja, beim Malen, da muss ich aufpassen, dass der so aussieht, dass er gut aussieht. Also der Falke ist ja momentan bedingt durch Solo. Und er hat auch gerade gesagt, sein Vater über 70, der alle Filme hat und Star Wars Fan ist, könnte er ja ausrechnen. Seht ihr, ich mache eine Sendung zwischen 30 und 55 plus und plötzlich habe ich jetzt hier jemanden sitzen, der auch über 40 plus war. Wie gesagt, ich habe sehr viele Gäste hier, die nicht vor laufender Kamera. Das ist ja, wie gesagt, so ein Experiment. Star Wars Community Wohnzimmer, dass man sich trifft, analog, kann man auch tauscht, so wie jetzt. Er bekommt R2D2, ich bekomme den Falken. Die Augustini ist zwar könnte ein Verlustgeschäft werden, weil das klappt dann nicht so, aber ist halt so. Ich komme. Kein Problem. Ja, ich bin schon da. Dass ich jetzt ja gesagt habe, dass R2D2 voll elektronisch getauscht wird durch Falke, hat auch den Sinn, sollte ich es schaffen, den zusammen zu bauen, ihn im Schaufenster dann hineinstellen kann. Dann sieht es zu Weihnachten immer schön aus, wenn er an ist, und sollte ich die Figuren dazu bekommen, zu diesem Maßstab. Ich bin also, wie gesagt, durch einen Besuch gerade und vor laufender Kamera, habe ich mich also noch nicht kundgetan, welchen Maßstab der hat. 1:47 oder 44, ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe also noch nicht gelesen. Das muss ich noch. Schnellste Schrottmühle der Galaxis, das wisst ihr ja. Da muss ich mich schlau tun oder schlau machen, wer diese kleinen Minifiguren dazu baut oder beziehungsweise vertreibt. Ich muss dann, wie gesagt, die Firma jetzt hier noch eben anschreiben, die restlichen Sachen bestellen. Ich muss mich erstmal schlau machen, wie viel es gibt, also was mir noch fehlt, und dann schauen wir weiter. Grüße, hi. Hi, kannst du ran? Ja klar, einfach ran.
Durch Zufall des heutigen Clips, was an sich anders angesetzt war, wie gesagt, also dieses sogenannte Star Wars Quartett, wohl hatte ich als Idee schon sehr lange, habe ich zuläuft verkündet, somit hat jemand anderes dieses sogenannte Star Wars Quartett eröffnet, sind schon Filmstudenten und Firmen, die das Ganze machen, die das also profihaft machen, weil sie damit Geld verdienen müssen. Meiner einer möchte damit kein Geld verdienen, möchte auch mit dem Falken hier kein Geld verdienen, weil ich brauche auch hin und wieder mal was für die Kulisse. Ja, so Eyecatch für Kunden, die hier real das sehen möchten. Man, wie sieht denn das in Wahrheit aus? Lohnt sich das zu kaufen? Das ist hier in diesem sogenannten Star Wars Community Wohnzimmer erdacht worden. Analog in Vier-Augen-Gesprächen. Hier haben also, wie gesagt, viele gesessen, hier schon gesessen oder im Carré oder halt auch im sogenannten Wohnzimmer, wo auch ein 3D-Beamer zur Verfügung steht, wo man in 3D den Film nochmal sehen kann, wenn er rausgekommen ist, wo man dann im Vier-Augen-Gespräch darüber nochmal reden kann. Oh, herrlich. So wie er hier vorhin sagte, mein Vater 75 ist auch im Star Wars und hat auch alle Filme und er war auch in dem Film. Ich finde es toll, vier Generationen gehen in Star Wars. Star Wars feiert 41 Jahre Kinoerlebnis. Man muss halt aufpassen, ob man halt nur ein Filmfreund ist und mit dem Film lebt, so wie er ist. Oder ein Filmprofi ist, der sich Inspirationen holt. Oder halt ein Nerd ist, der da drin sitzt in dem Buch und liest jede Zeile, so eine Art Film-Fan-Nerd. Ne? Den Fanboys, den sogenannten Fanboys, den kann man ja sowieso nichts richtig machen, weil das sind Nerdies. Und gegen Nerdies komme ich sowieso nicht an. So, wie gesagt, ich möchte keine Komparsen, ich möchte jetzt auch keine Filmschüler, ich möchte es auch nicht als Firma betreiben. Die Sendung, die jetzt hochgefahren, ich als Admin, euer AWH Solo Captain Rex, Darstellung, auch Spaß. Denkt sich, wie gesagt, die Sache aus und arbeitet mit vollen Laien. Also, die haben wirklich von null Ahnung. Die wissen also nicht, wie eine Kamera sitzt, Ton sitzt und wie man vor einer laufenden Kamera sich begibt, sich mit dem Publikum dort unterhält. Deswegen wird das alles ein bisschen holprig werden, ein bisschen holprig sein. Ich stelle diese Sendung jetzt zum allerletzten Mal vor. Jetzt gehen wir in die Produktion. Meine Erkältung, also die Grippe habe ich so gut wie weg. Ich schwitze jetzt noch ein bisschen aus. Ich werde jetzt den Sitzplatz verlassen. Ich freue mich schon auf den Falken. Ich freue mich schon auf Markus Reaktion, wenn Marco mir dabei hilft. Und wenn Marco den sich dann auch bestellt. Und somit, ja. Ja, so ist das. Ja. Ja, das war es dann auch schon mit dieser sogenannten Spontansendung. Also ihr dürft jederzeit vorbeikommen zwischen 10 und 17 Uhr hier. Das nennt sich dann Sondersender Star Wars. Diese Rubrik hier, diese habe ich ja, ne? Star Wars Community Wohnzimmer live, analog. Figuren in die Hand nehmen. Hier waren auch gerade zwei da, haben alles in die Hand genommen, haben sich das angeschaut. So manche Preise kann ich nicht so tief runtergehen, dann kostet das. Ich kann es ja auch nicht ändern. Irgendwann werde ich sicherlich sagen, komm, Augen zu, nimm mit. Aber im Moment noch nicht. Ich brauche ja auch, wie gesagt, für die Sendung noch einige Sachen, einige Exponate, mit denen wir arbeiten wollen. Nicht nur mit dem Falken, sondern auch mit den anderen Figuren hier von der Firma Disney. Ob das Leia ist, ob das Han Solo ist und Darth Vader und was weiß ich nicht alles. Das Netz darf man ja eh nicht so eng sehen. Und ob wir jemals ganz viele Zuschauer haben werden, was ich nicht vermute, weil Laien, sagt das Wort schon, Leute, die mit dem Genre gar nicht groß geworden, überhaupt Berührungsängste noch haben, da wird man das wohl noch nicht so hinbekommen, wie jetzt mit dieser sogenannten elektronischen Schattenwelt, wo alles manipuliert wird, wo ihr glaubt, dass das wirklich so ist, aber in Wirklichkeit nicht ist. Das sind Profisfirmen, das sind Profi-Leute, die da sitzen, in die Kamera sprechen und auch einen sogenannten Teleprompter benutzen, um euch irgendwie Star Wars näher zu bringen. Ich bin
bin Laie jetzt hier für euch und sage, unterstützt Solo, geht in den Film, schaut ihn euch an und diskutiert auch darüber, sprecht darüber, dass Solo und Schlacht kriegt nach vorne, dass wir noch zwei, drei sehen, dass wir, sagen wir mal, diesen Überraschungsgast zu Gesicht bekommen und halt Jabba irgendwie zu Gesicht bekommen, damit man weiß, nachher, wenn 4 beginnt, also wenn 3 dann zu Ende ist, so Han Solo 3 zu Ende ist, man weiß, warum er von Jabba gejagt wird. Da können die das nämlich so drehen, dass das gerade in den Anfängen ist und dann kommt ja Jabba, ne? Und dann wissen wir ja, Carbonit und so weiter und so fort. Ja, bedanke mich, ich freue mich. Ich habe ihn. 28 Einheiten muss ich durch 3 teilen, dann weiß ich, was ich noch brauche. Ja, werde ich jetzt machen. Alles klar, ich wünsche euch was. Ich muss da noch mal eben was klarstellen, das ist hier kein Hobby. Das ist eine knallharte Firma und das ist mein Konzept, diese Videokunst, dieses Video, YouTube. Ich lebe aber nicht davon und deswegen sehe ich das dann nicht so eng. Wenn ich davon leben würde, würde ich es genauso machen wie die Kollegen jetzt hier, die ich die ganze Zeit hier habe einpflegen lassen. So, der Kollege ist so gerade noch mal gekommen aus der Community. Ja? So groß wird das gute Stück. Ja, das ist der Falke von der Seite. Das ist der Falke von der anderen Seite. Ja, also, meine lieben Freunde, der Falke wird also so groß. Freut euch, wenn er fertig ist. Ich habe leider noch keinen Recoil hier bekommen. Marco arbeiten. Also wie gesagt, arbeiten ja alle. Wir können das natürlich nicht selber machen, was ich hier mache. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Noch einmal. Ja, das ist die Verstrebung. Ja. Noch einmal. Also wie gesagt, das ist hier kein Späßchen. Das ist hier auch kein Hobby. Das ist knallharte Arbeit. Und ich habe mir dieses Konzept ausgedacht, dass ihr von 10 bis 17 Uhr hier reinkommen könnt. Wenn ihr Interesse habt, natürlich hier auch auf dem Stuhl. Wenn ihr mal einen Profi seht, so wie der Wendler oder andere Schauspieler oder Komparsen, warum nicht? Die sind ja auch meine Gäste. Für die muss ich ja auch arbeiten. Muss für sehr viele Schauspieler arbeiten. Und wenn ich dann mal sage, na, hast du mal Lust für mich so ein bisschen hier Späßchen? Okay, ist es Späßchen, merkt ihr ja. Und während der Arbeit Späßchen haben, ist nicht so einfach. Weil ich viel Arbeit habe. Ihr seht auch manchmal, wie oft geschnitten werden muss. Klack, 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 klack. Weil einer reinschleicht und meint, was macht er denn da? Gefragt haben sie zwar noch nie, aber die wissen ja Bescheid, dass hier produziert wird. Aber da hier auch Kunden sind, die das irgendwie alles nicht so verstehen, muss ich sagen in die Öffentlichkeit, das hier ist eine Firma, die nennt sich Frohnhauser Kopierstudio, sagt das Wort schon, Studio, wir kopieren, stellen her, zeichnen auf, überspielen, digitalisieren, analogisieren aus dem Jahre 1979, wie das Ganze noch Medien 2000 geheißen hat. Dieses ganze Geschäft hier gibt es seit 60 Jahren. Meine eine macht jetzt seit über 10 Jahren ganz alleine, seit einem Jahr völlig alleine, weil der Rest alles so nach und nach verstorben war und ist. So, ich trinke mir jetzt einen leckeren Kaffee. Es freut mich immer, wenn so 2, 3 oder 4 zuschauen. Das dürft ihr hier alles nicht so eng sehen, weil wie gesagt 30, 40, 50, 55, jetzt so gerade 80 plus da gehabt. Der hätte sich auch vor die Kamera gesetzt, aber der kennt Star Wars nicht. Und dann wäre das aus dem Rahmen. Wir bleiben ja immer noch bei Star Wars. Also wie gesagt, der junge Mann, der gerade hier war, über 40 plus und sein Vater über 70 plus, der mir den Falken jetzt im Tausch gebracht hat gegenüber R2-D2. Ja, da brauche ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Es ist gedealt. Er bekommt den R2-D2 im Wert von weit drüber. Voll elektronisch, jeder weiß, wie teuer der R2-D2 ist. So, ich bekomme den Falken, den ich noch zusammenbauen muss, den ich auch noch bestellen muss. Bis 29 ist mir das so eben geliefert worden, sozusagen. Ich weiß nicht, was da fehlt. Wie gesagt, ich bin total unbedarft. Ja, ich fühle mich jetzt nicht über den Tisch gezogen. Ich finde das alles okay, wenn es auch spontan war. Er kam damit an. Ja. Also unangemeldet bitte nicht mit Ware kommen. Ja. Unangemeldet bitte nicht, immer angemeldet. Ja. Und
wenn ihr angemeldet kommt, dann die Kamera scharf ist und wir hier dealen öffentlich, gucken, wie wir das ja handeln. Und dann, wie gesagt, gehört das zur Sendung. Also es gibt ja zwei Communities. Ne? Einmal die fette Community über 1000, die hier vorbeikommen können, die auch einige schon hier waren. Und dann gibt es natürlich die Star Wars Community Wohnzimmer als Fernsehen, als Film- und YouTube-Kanal. So, und da habe ich jetzt hier so ein spontanes Video mal wieder gemacht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich rufe alle auf, die auch diesen Falken haben, da mich zu kontaktieren, drunter zu schreiben. Ich werde mich jetzt hier bei Facebook mal kundig tun, auch da reingehen und mal mit den Leuten reden und sprechen, dass sie auch an die Figuren kommen, dass das Ganze schön wird. Da habe ich jetzt schon richtig Lust drauf, den zu bauen, den dann ins Schaufenster zu stellen im Jahr 2019. Also der kommt dann jedes Jahr, sobald ein Film kommt, dieser Falken dann halt raus. Ich denke mir da jetzt irgendeine schöne Kulisse aus. Das wird jetzt ein richtig schönes Catch-Eyeing, also ne, Eye-Catch fürs Schaufenster. Ne? Dass es aus Vollmetall ist und Plastik, kommt dann natürlich nicht im Sommer. Nur im Winter, weil da geht er ja viel zu schnell kaputt. Der Yoda ist auch aus Sicherheitsgründen im Schatten, der große 1:1 Yoda, weil der würde mir sonst auch verbleichen. Ja, die anderen Figuren bin ich am Arbeiten, am Rhythm bin ich am Arbeiten. Braucht da auch noch ein paar Ideen, dass der wirklich ein erstklassiges Cosplay bekommt und muss ich noch mit reden, dass ich da irgendeinen finde, der das kann. Ja, und dann schauen wir mal, dann kann ich auch diesen Raven tragen. Im Moment, wie gesagt, ist mir dann alles so ein bisschen lose, ist nicht so, wie ich mir den vorstelle. Ich habe leider noch so keine Risszeichnung, ich habe leider noch keine Schnittzeichnung, also Schnitt, ja, wie man das irgendwie machen könnte. Ich muss das alles per Auge machen und dann gucken. Ich muss auch an Lab kommen und an die Sachen kommen. Ich muss auch an dieses Metall kommen, dass das hier eine Manschette wird. Ja, ihr wisst ja, auch der Handschuh muss noch echt werden aus Stahl. Daran arbeite ich auch. Also das soll so ein richtiger Monster Rebel werden. Daran arbeite ich. Wie gesagt, ich will das nicht von jetzt auf gleich. Das ist langweilig. Es soll immer gedeihen. Ja, und noch einmal, ich arbeite, wie gesagt, mit Komparsen. Nein. Laien, richtige, waschechte Laien, die noch niemals wissen, was eine Kamera ist, die noch niemals wissen, wie die angeht, die nicht wissen, Beleuchtung, Betonung und das Ganze. Laien, waschechte Laien. Ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ich auch mal mit echten Profis wieder arbeiten dürfte, aber Profis, wir Profis kosten Geld, wir machen hier nichts umsonst. Auch wenn ich ein Foto mache für 6,50 Euro, das hat schon seinen Sinn, das Ganze. Und wenn das alles funktioniert, ist in Ordnung, sonst muss ich auch 30 oder 45 oder 65 Euro nehmen für ein Bild. Ist klar, Fotografen können nichts verschenken. Aber solange das so läuft, wie ich mir das vorstelle, ist alles in Ordnung. So, die Sonne lacht. Ich glaube, wir haben über 30 Grad. Ich schwitze mir ein Bag. Habe auch wieder Medikamente aus Sicherheitsgründen genommen, damit ich Donnerstag fit bin. So, wer will ich da jetzt da draußen hin? Ah ja, ich habe mal für Clipfish gearbeitet, ist kein Scherz. So, das ist auch lange her, für Clipfish. Ne? Clipfish, da war alles noch in den Kinderschuhen bei Clipfish. Hört man ja auch kaum noch was von. Dann habe ich für 7Load, Kiveo, Dailymotion und vor allen Dingen unsere eigene Sendung, Ultra HD Web TV. Ach, genial. Du bist TV, das war sowas Schönes. Konntet ihr über 98,5 Astra Ost gucken. Gibt es immer noch. Uprom TV steht dann da, aber es läuft nichts. Der Name leuchtet auf, der ist gesichert. Bei Astra unter 98,5 Ost könnt ihr da steht da Uprom TV, du bist TV, geht aber nicht mehr. Wir hatten 6,8 Millionen Zuschauer, war alles wunderbar, alles wunderschön. Cebit 1995 in den Anfangsschuhen, aber ich habe euch schon mal gesagt, alles wird verkauft, jetzt wird er zurückgemietet. Ach, das läuft alles nicht so, wie es sein soll. Ich mache mein Ding hier, ich will alt werden, meinen Spaß haben. Ist kein Hobby, bitte, kein Hobby. Ihr könnt denken, wie ihr wollt, das ist eure Meinung, klemmt sie euch, schenke ich euch, ich habe meine eigene Meinung, die schenke ich mir, die klemme ich mir und dann war es das. Macht's gut! Bei den Dreharbeiten ist mir das Handy gestohlen worden, Pech.
Die beiden, schwarz gekleidet, schwarze Haare, ziemlich jung, zwischen 18 und 20, rasten ja immer vor der Kamera rum. Nun denn, ihr werdet mich nicht verstehen, weil ich euch auch nicht verstanden habe. Aber wie gesagt, die Polizei hat die Daten. Werdet froh mit diesem Handy. An alle Schauspieler, solltet ihr mal ömsnöse Anrufe bekommen, das war nicht ich. So, ich habe alles gesperrt, ich habe im Moment also kein Handy. Ich hätte zwar den Marco angetickert, aber der wird wohl schlafen. Er sollte mir mal eben seine Handynummer, also meine Handynummer geben. Aber egal, ist schon alles geregelt. Also an alle, die mich nicht mehr erreichen, das Handy ist erstmal futsch. Wie gesagt, es waren zwei schwarz gekleidete, schwarzhaarige, ziemlich jung, die sich da in dem Bereich des Star Wars rumwuselten. Da ihr gesehen habt, dass wir hier gearbeitet haben, Grüße, ist das halt geschehen. Turn it up! Turn it!